So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Entschuldigt Creed. vielmals. Entschuldigt. Assassin's Creed 3. Ja. Es war eine Pause. Eine ziemlich lange Pause, obwohl man es nicht merkt. Da ist jetzt ein neuer Kanal, alles nicht mehr hochgeladen. Heißt zwar gleich, aber. Naja. Ich würde mal sagen, finden wir mal den Typ. Und wir bringen ihn um. So, darüber geklettert. Ich habe ja auch schon ewig nicht mehr gespielt. Das ist ja schlimm. Ich spiele mit einem Controller, der ist angeschlossen. Also nicht wundern. Ja, das ist ziemlich spannend vor allem. So, gleich sind wir da. Und rein hier. Einen Weg hinter die Bühne finden. Ja, das machen wir. Schlossknacken. Ja, habe ich noch nie mit dem Controller gemacht. Das ist bestimmt extrem scheiße. Oh Gott. Ja, irgendwie. Ah, das geht. Das ist sogar so schwer zu sagen. Oh. Immer so hell, wenn das so weiß wird. So. Sportlich. Knapp, knapp, knapp. Aber das ist für uns kein Problem. Ich habe ein wenig Lampenfieber. Ein bisschen Alkohol für deine Wangen röten. Ein bisschen. Also Alkohol ist immer die beste Lösung. Das nie vergessen, Kinder. Jeremy hat heute einen wirklich guten Abend. Einen wirklich? Er ist ein Juwel. Ein Juwel? So, ich störe mal ein bisschen rein, habe ich das Gefühl. Aber das macht ja nichts. Und hoch hier. Ja. Oh, ist das hell. Wer ist das? Haytham. Warum seid ihr nicht gekommen? Wir hätten einen Weg gefunden. Ihr weiß es. Ja. Aber dann hättet ihr es gewusst. Falls es hilft, es tut mir leid. Ja, mir auch. X. Dann drücken wir X. Ganz unauffällig hier raus, ganz, ganz unauffällig. Also bloß kein Aufsehen erregen. Und ja, nicht die ganze Zeit. Der Rand an der Bühnenseite! Schnell! Ruhe, bitte! Da drüben! Der hat den Mordorgang. Der Mann dort! Ergreift ihn! Mann, oh, gut. Was ist denn nur passiert? Ein Mann, aber ich habe nichts getan, ich schwöre! Und der Waffen? Also, nee, oder? Es ist wichtig, wieder bei uns. Verzeiht bitte, Madame. Hat jemand nicht drängen? Ich bitte. Das war so. Warte, ja, doch, ja, danke. Danke, ich bin hier. Ich will doch nur. Oh. Muss hier ran. Ruhe, du bewahrt doch Ruhe. Herrschaften, kein Grund zur Sorge. Es ist immer so.
Es ist dort auf dem Rang geschehen. Was machen diese Männer da drin? Kein Grund zur Sorge. Dürft ihr mal durch, bitte? So. Herrschaften, kein Grund zur Sorge. Los, Bewegung. Kann ich mal durch? Hey. Warte. Na, okay, ist nicht mehr lustig. Guck mal da. Nein, das ist unfair. Also, ja, so. Zur Seite mal, bitte. Ich will hier raus. Es ist so eng hier drin. Ich brauche etwas Luft. Oh. Beruhigt euch. Vorher lasse ich euch hier nicht raus. Danke schön, muss mal durch hier. Darf ich mal hier hier. Also ich muss nochmal durch. Ja, ich muss hier auch mal durch. Hier muss ich auch mal durch. Und das das Licht. Oh, wir gehen in die Kutsche rein. Spannend, spannend. Und wie war die Oper? Ja, langweilig, ehrlich gesagt. Sollen wir los, dann? Ja. Ecke Fleet und Bright. Wie ihr befehlt. Faszinierend. Gentlemen, ich habe hier einen Schlüssel. Und wenn man diesem Buch glauben darf, öffnet er die Tore eines Lagerhauses, derer, die vor uns kamen. Derer, die vor uns kamen. Ah ja, die, die die Welt beherrschten, zerstörten und verschwanden. Wissen wir, was wir darin vorfinden werden? Vielleicht uraltes Wissen, vielleicht eine Waffe oder etwas Unbekanntes, dessen Aufbau und Verwendung sich uns entzieht. All dies könnten wir finden, oder gar nichts. Sie bleiben mir ein Rätsel, diese Vorläufer. Aber bei einer Sache bin ich mir sicher. Was immer auch darin warten mag, wird uns allen bestimmt ein Segen sein. Oder unseren Feinden, falls sie es zuerst finden. Niemals! Dafür habt ihr gesorgt. Darf ich? Ich nehme an, ihr wisst, wo das Lagerhaus ist. Ah, Mr. Harrison. Gentlemen. Was sagen Ihre Berechnungen? Der Ort liegt sicher irgendwo in dieser Region. Das ist ein sehr großes Gebiet. Verzeiht mir. Wenn ich genauer sein könnte... Schon gut, für den Anfang wird es reichen. Und deshalb bestellten wir euch hierher, Master Kenway. Wir möchten, dass ihr nach Amerika reist, das Lagerhaus findet und den Inhalt in Besitz nehmt. Ich stehe zur Verfügung. Obwohl eine Aufgabe dieser Größenordnung mehr als nur mich erfordern wird. Natürlich. Auf diesem Papier sind die Namen von 5 Männern, die uns zugeneigt sind. Sie alle haben besondere Eigenschaften, die euch helfen werden. Mit diesen Männern wird es euch an nichts fehlen. Nun, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich wusste, ihr würdet uns nicht enttäuschen. Euch erwartet ein Schiff nach Boston. Es legt im Morgengrauen ab. Geht nun, Haytham. Und gereicht uns zur Ehre. Entschuldigung, aber die Geräusche. Naja, ich habe immer das Gefühl, ich laber die ganze Zeit rein. Das war schon... Ich höre. Ja. Fortschritt ansehen. Ist das Hölle? Was ist denn mein Fortschritt? Sich fortschreiten oder wie sieht das aus? Kannst du mir zeigen, wo ich hin muss? Kannst du mir zeigen? Ach komm, mach hin. Ach komm. Hallo. Ist das jetzt hier ein Fehler oder was? So, ich nehme nochmal von neu auf. Ich weiß nicht, das Scheißspiel hat sich aufgehangen. Keine Ahnung. Also nicht von neu, aber ich habe das Spiel nochmal neu gestartet. Und ja, es hat ja gespeichert. Ich weiß nicht, was da war, aber hat ewig lang dieser Scheiß geladen und kotzt mich an. Naja, also, ich bleib mal ruhig.
Atlantische Ozean. Das ist sehr spannend. Etwas frische Luft wird gut tun. Ja, ist ja auch nicht so, dass das Fenster auf ist. Ist da überhaupt ein Fenster oder? Na nee, egal. Da kann schon ziemlich stickig sein da unten. Das ist nicht so gut. Da muss man mal ein bisschen frische Luft schnappen. Entschuldigung. Hallo, frische Luft. Oh, typisch, ey. Komm. Nein, ich will nicht spielen. Oh, es gibt noch einen Ausgang. Das tut gut, die frische Seeluft. Ich kann mit einem reden. Aber erstmal. Oh! Dann wird alles gut. Bist du dir sicher? Natürlich. Habe ich dich jemals belogen? Nein. Nein, Schatz. Ich traue bloß den anderen nicht. Vertraue, mein Freund. Du wirst sehen. Seht an! Unser geschätzter Gast beehrt uns mit seiner Ankunft. Geht besser wieder zurück in euer Quartier. Das Oberdeck ist kein Ort für Landratten. Das dachte ich auch. Und doch seid ihr hier. Ihr seid ein wahrer Spaß, oder was? Mal sehen, wie lustig ihr das findet. Das reicht, Bruce. Ach komm, den mach ich platt. Wenn ich das noch kann, den Controller, ich hab das noch nie. So, okay. Jetzt mach ihn doch endlich mal fertig. Ich will mein Geld haben. Bam, bam. Boah, in your face. Hör dir das an, Hector. Glaubt, er kann hier so rumstolzieren und sich zum Burgherren erklären. Wieso blutet er, bitte? Lass das sein. Wenn der Captain uns sieht. Hölle wieso blutet er? Und zur Hölle mit dir, Mills. Ich hab ihn doch nur geschlagen. Vor allem, na ja, egal. Blutet ziemlich heftig, meine. Bam, bam. In your face. Nein, oder? Ich bin bereit für die nächste Runde. Ah, gut. Das wäre unklug. Wieso das? Glaubt ihr denn, ich hätte Angst? Ja. Etwa nicht. Ah, komm. Was ist keine Chance. Gebt ihr auf? Niemals! Oh, 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 ein Mese. Du, jetzt habe ich aber Angst, du. Oh, fuck! Na, klappt doch an. Was hat das zu bedeuten? Captain. Ich verlange eine Erklärung, Mr. Kenway. Wir haben nur etwas Sport gemacht zum Zeitvertreib, Captain. Und warum vertreibt ihr eure Zeit nicht mit eurer gottverdammten Arbeit? Ich wusste nicht, dass ich euch fürs Herumfallen bezahle. Auf ein Wort, bitte. Tut mir leid. Ja, ich... Oh, fast vergessen. Da ist euer Messer. Aus ist es schon, du, ey. So. Ja, ich würde sagen, das war's mal für Episode 2. Es geht dann bald weiter mit Episode 3. Ja. Danke fürs Anschauen. Bis bald. Tschüss.